Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Time at Porsche. Wir sind aktuell bei täglich grüßt das Murmeltier, denn wir müssen den Tag 12 nochmal neu machen, weil wir leider in der letzten Folge Game Over gegangen sind. Aber das kriegen wir hin. Ist nicht so schlimm. Nein, nein, ich war ja nur voll effektiv. Aber ist okay. Ist okay. Stimmt, daran habe ich auch nicht gedacht, als ich Game Over gegangen bin. Okay, das ist alles fertig. Gummireifen hatte ich doch theoretisch schon gemacht, ne? Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen, weil mir Bronzebarren fehlen. Glas habe ich 5 Stück. Glas habe ich aber, glaube ich, noch ein bisschen was. Kann das sein? Nee. Rohstoffe? Nee, nee, nee. Nee. Nee, ich habe kein Glas. Was ist das? Kristall. Okay. 5 Glas brauche ich. Ach so, stimmt, da sind die Bronzebarren drin. Deswegen kann ich kein Glas machen. Aber ich brauche auch noch Faserstoff. Faserstoff. 6 Stück. Mach mal 3. Genau, die 1 ist jetzt da. Habe ich schon Faserstoff sind. Gummireifen müssen wir warten. Okay, dann gehen wir mal rüber, weil wir müssen jetzt im Kampf, Kunst, Kampf, Sport, Turnier bumsen. Und dann müssen wir auch noch zu Dr. Xu. Weil der kriegt noch seinen Talisman für heute. Wir werden jetzt aber nicht die ganze Zeit dort bleiben. Wir warten jetzt einfach nur, bis wir dran sind. Weil. Jojo, kennen wir. Weil. Okay, wir wissen aber jetzt, dass. Dr. Xu tritt an. Die haben sich ja geändert. Da nehme ich. Arlo ist aber besser, ne? Dann nehme ich mal Albert und ich setze natürlich auf Dr. Xu. Hallo? Das ist mein zukünftiger. So. Dr. Xu, hi. Ich beschenke dich auch. Da, schau mal, Talisman kriegst du. Sehr gut. Wie weit sind wir denn schon mit dem Sozialen? Oh, schon fast 1,5 Herzen. Wir sind richtig gut. Okay, das Kampfkursturnier beginnt theoretisch in einer halben Stunde. Wann bin ich dran? 14:30 Uhr. Ach, das heißt, ich kann doch jetzt einfach gehen, oder? Aber gut, was mache ich denn dann daneben her? Kann ich da irgendwas? Nee, ne? Weil ich habe keine. Nicht sowas. Zweiflügeliger Holzschrank, der ist voll hübsch. Kampfkunstturnier beginnt. Ja, ich bin erst um 14:30 Uhr dran. Keine Ahnung, was ich machen soll. Da, Kampfkunst. Bringt mir zwar überhaupt nichts, weil ich mit dem Schwert kämpfe. Und beim Turnier kämpfe ich nicht mit dem Schwert. Ist das. Ach so, nein. Ich dachte gerade, es wäre Tierkot. Okay. Halt, aber hier ist Tierkot. Sogar ein richtig großer. 2 Stück habe ich aus dem gekriegt. Macht Dr. Xu den gerade platt? Dr. Xu, machst du den platt? No. Ich glaube, Dr. Xu hat gerade verloren. Kann das sein? Ich habe auf dich gewettet, ne? Du kannst es nicht verkacken. Oh. Herr Dr. Xu, du bist echt gar nicht mal so gut. Warum bist denn du so ein Lappen? Warum bist du nur Level 11 und Oaks Level 21? Oh Mann. Das setze ich einmal auf meinen zukünftigen, ne? Ach,
Gottchen. Naja, immerhin ist er hübsch. Und er kann Menschen heilen. Dabei sollte er vielleicht auch bleiben. Ja, ja. Dieses blöde scheiß Baumwolllama, das kann ich nicht töten. Weil sie das ja immer wieder heilt, ne? Ich muss mir auch irgendwann mal... Na, wie heißt es denn, ein Eisenschwert machen? Da ist heilt sich das blöde Viech. Auf dich zu heilen. Das ist total doof. Ah, mir juckt's Handgelenk. Ja, noch 2 Stunden. Ja, ist echt schwierig, weil ich nicht so weit weggehen kann. Damit ich auch ja nicht zu spät komme. Da ein bisschen Fasern. Brauchen wir ja für den Stoff oben. Ein bisschen Holz ist auch nicht verkehrt. So, dann nehmen wir die Kräuter noch mit. Hallo, Herr Marienkäfer. Euch möchte ich nicht. Ihr seid so meh, wenn man gegen euch kämpft. Halt. Stopp. Stopp, 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 stopp. Danke. So, die ganzen Bäume weg. Dann können sie sich nämlich nicht mehr verstecken. So. Also den kriege ich... Ach nee, Raupen kriege ich ja bloß bei... Jetzt hör doch auf, die Luft zu schlagen. Raupen kriege ich, glaube ich, nur, wenn ich... Sachen aufhebe vom Boden, ne? Mein Turnier beginnt gleich in einer Stunde. Entschuldigung. Hör auf damit! Mann. Ich wollte dich gar nicht töten. So, ich mache hier mal fertig. Beim 14:30 bin immerhin ich dran. Wie schaut es denn aus? Yay, da war ich sogar richtig. Albert gegen Oaks, da gewinnt Oaks. Ist eigentlich voll gemein, dass da der vom Ding mitspielt. Der von der Kampftruppe. Weil der hat logischerweise ein höheres Level als wir alle anderen. Ah, ich bin ready. Polly, du bist nicht der Klügste. Oh, natürlich wirst du jetzt... Was ist das denn? What the fuck? Achso, ja stimmt, ich muss ja auch, der ist Level 30. Warum ist der denn Level 30? Aua. Ich bin nur Level 19. Aua. Na komm. 5, 4, 3, 2. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist eine harte Nuss. Von dem darf ich mich nicht mal treffen lassen. Holla, die Waldfee. Zack, guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ja, guck mal. Kriege ich dafür eigentlich Erfahrung? Weiß das jemand? Da einfach nur drauf zwiebeln. Easy win. Nicht einmal hat er mich getroffen. Hat er nicht einmal die Chance, mich zu treffen.
So. Damit setze ich natürlich auf mich. Keine Ahnung, wer weiterkommt, aber hey. So. Das heißt, wir waren hier schön fleißig und haben das gemacht. Dann sammle ich das mal nochmal auf unserem Weg zurück. Morgen geht es ja weiter, das Kampfkunstturnier. Aber jetzt mache ich erstmal noch ein bisschen nützliches, sinnvolles. Da, guck mal, da haben wir nochmal drei. Haben wir jetzt vier Stück. Das heißt, wir kriegen hier Gummireifen fertigen. Zwei Stück. So, das können wir darin packen. Und das können wir da reinpacken. Da können wir ernten. Da können wir ernten. Habe ich jetzt hier Samen gekriegt? Nein. Relikte, Rohstoffe, Samen und Dünger. Frühling und Sommer. Wir haben ja gerade noch Sommer, ne? Dann machen wir doch die mal. Säen. Säen. Die Rohstoffe, Samen und Dünger. Ich habe doch da noch Rohstoffe. Geht nicht rein. Okay, das da, das da, das da, das da, das da. Rohstoffe, Relikte, Monsterloot. Die Knochen. Essen verarbeitet, Essen unverarbeitet. Alter. Ich wollte gerade sagen, wie viel Fleisch ich habe, aber ich habe es gerade mit der Zahl von den Gummifrüchten verwechselt. Hier habe ich hier dich, dich. Da sind noch Kräuter. Ärzte eigentlich nicht. Soldat mit Axt. Soldat mit Lanze. Habe ich da noch Holzkiste, Monster und Relikte, Rohstoffe, Samen, Dünger, Einzelteile, Relikte. Wo ist denn die blöde Holzkiste? Da. Schmiermittel. Da. Axtteil 5, da gucke mal. Kupferrohr, das sind. Packe ich mal zu den Erzen, das auch. Ach, Verband. Gast. Ach, die durfte ich, glaube ich, behalten, ne? Die Ritter strukturellen Dimensionen. Kann ich mit der irgendwas machen? Abbrechen. Nee. Damit kann ich einfach gar nichts machen. Alles klar. Schön, dass wir drüber geredet haben. Die sind fertig. Das heißt, ich kann die hier nehmen und den Faserstoff da anbringen. Aber ich kann doch jetzt auch ein Eisenschwert machen, ne? Bestätigen. Dann kann ich nämlich, wo ist die Holzkiste? Das ist dann da rein. Weil das ist dann nämlich Angriff plus 90 und deshalb Angriff plus 45. Krass, ne? Und das gibt 245. Ist auch krass. Ist da irgendwas, was ich brauche? Oh ja, Kupferbarren. Warum brauche ich den Kupferbarren? Ich wusste nicht, dass ich da das auch machen kann. So. Aber ist ja, gut. Dann machen wir hier das auch. Brauche ich von hier auch irgendwas? Nein. Von hier brauche ich auch nichts mehr. Nein. Von hier brauche ich, glaube ich, nur noch den einen Gummireifen. Dafür brauche ich eben die Bronzebarren. So. Zack. Den da hinten hatten wir ja wieder fertig gebaut. Muss ich mich kurz orientieren. Was wir schon alles hatten und nicht.
Tippbelohnung. Behalten. Tippbelohnung. Behalten. Tippbelohnung. Behalten. Vom Forschungszentrum. Plan für die Töfterfaltestelle. Sehr schön. Da haben wir Fleisch. Das Fleisch kann man dann verkaufen. Okay, wenn der Töfftopf-Transporter fertig ist. Ich glaube, ich kann aber noch mal rein und den zweiten Töfftopf-Transporter nehmen. Kampfkunstturnier Ende. Jetzt habe ich mir das einfach beim Sprechen auf die Zunge gebissen. Ach Gott, ich bin so klug. Habe ich da? Du kannst immer nur... Ah, okay. Keine Ahnung, warum ich den schon habe, aber ist okay. Ich frag mal nicht nach. Ich habe jetzt natürlich das ganze Essen... Ach komm. Warum glitzert's da? Ja, du! Moment, Moment, bleib dran! Ich bin einer der Erschaffer dieser Welt. Ich habe dafür gesorgt, dass das Gras wächst. Genießt du deine Zeit in Porsche? Wenn du Fragen oder Bedenken hast, kannst du seine E-Mail an admin@pathia.... Oh lol. Wir schätzen deine Kritik und dein Lob eigentlich nur dein Lob. Ich möchte dir ein Geheimnis verraten. Irgendwo in den verlassenen Ruinen gibt es einen geheimen Raum. Der ist wirklich genial. Ach, das ist ja cool gemacht. Das ist ja voll süß. Dr. Xu, hallo. Verkaufen. Verkaufen. 7.911. Ich brauche 15.000, um mein Land zu erweitern. Ach so, Eisig, ich mache Yoga. Ich dachte, der wäre gerade einfach stecken geblieben. So als Bug. Geht einfach nicht weiter. Das ist Holz, ne? Da finde ich keinen Wurm. Da haben wir noch einen. Ja, ich bräuchte noch ein paar mehr Bronzebarren. Fertigen. Macht man noch. Boah. Mach da mal noch ein paar. Kupferbahn brauche ich auch. Glas könnte ich eigentlich auch gleich mehr machen. Faserstoff konnte ich auch gleich mehr machen. Die Steine haben wir drin. Ist ja die jetzt auch reif? Tatsache. Ernten, ernten, ernten. Das auch nochmal verkaufen können. Ich habe leider nur eine zurückgekriegt. Ich glaube, der hat eh schon zu. Da kann man nicht mehr verkaufen. Da, nochmal Kürbisse. Nein, 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 nein. Abbrechen. Säen. Säen. Jetzt habe ich Kürbisse. Wir brauchen bald neue Sachen zum Anpflanzen, sonst funktioniert das hier nicht mehr. Okay, wir haben hier alles mögliche in der Vorbereitung für den Töfftöfftransporter und den anderen Töfftöfftransporter. Ich hatte jetzt da echt am Handgelenk was gestochen, das ist doch zum Kotzen. Okay, wir haben auch 21 Uhr. Und ich glaube, wir haben den und täglich grüßt das Murmeltier doch ganz produktiv gelöst. Okay, das braucht noch 13 Stunden und 38 Minuten. Jetzt wissen wir es. Okay, das heißt, wir sind am Ende der Folge angekommen. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zugucken. Und... bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.